Hi, herzlich willkommen, Leute. Hier ist Grubb. Herzlich willkommen zu dem Horrorspiel namens Free Ice Cream. Ein Point-and-Click-Horrorspiel, soweit ich weiß. Und die Musik ist ziemlich creepy. Ich höre jetzt schon länger, weil ich die ganze Zeit versuche, das Spiel aufzunehmen. Und das geht mit Traps nicht, weil er mir da nichts anzeigt. Das geht halt nicht. Und dann muss ich jetzt halt ein anderes Programm aufnehmen. Deswegen höre ich die ganze Musik. Und das ist scheiße. Und den Typ nicht anklicken. Free Ice Cream. Okay, Play Game. Ein Vergewaltigungsspiel, also. Da haben wir. What? It's a bottle of Dom Perignon. Now is the time to celebrate, unfortunately. Okay, kann ich das irgendwie bewegen? Okay, das ist runtergeflogen, das heißt, da ist jetzt Roter Kram. I can't move with tight. Hey, Alter, I better be quiet now. Okay, ich hätte nicht gegenlaufen sollen, das ist wohl das Problem hier. Was ist das da hinten? It's a pile of rubble, there's nothing can use from it. Okay, ja, yeah, fuck. Kann ich raus? Nee, es wird Schwachsinn. Ah, mit dem Glas kann ich. Oh, ich bin ein Trottel. Mit dem Glas kann ich mir natürlich die Scheiße abschneiden. Damit ich mich dann bewegen kann. Das ist gut. Okay, letztes Mal habe ich irgendwie so einen kleinen Hype von Horrorspielen, die Point-and-Click-mies gemacht sind. Die machen mega Spaß. Mach ich gerne. Kann ich jetzt raus? Scheiß Idee, oder? Door is locked. I have to find another way out. Kann ich das Ding wieder rüberschieben? The cupboard seems rather easy to move. Das heißt, kannst du wahrscheinlich dahin machen, oder? Ja, du kommst nicht dran. Das ist ja logisch. Aber vielleicht kannst du das Ding einfach rüberschieben. Ja, kann ich. Okay, jetzt raus. Klettern, klettern, klettern. Das wäre ziemlich easy, wenn das klappen würde. Sag mir nicht, das war's schon. Almost. Okay. Jetzt kommt der Typ runter, wir sind ziemlich im Arsch, ne? Oh, hier hin. Also wenn der Typ es da unten nicht findet, bin ich mega enttäuscht. Das ist der schlechteste Vergewaltigungsplan, den ich jemals gesehen habe. Ah, okay. Okay, wahrscheinlich denkt die Person, der Chefkoch, der South Park Chefkoch, denkt wahrscheinlich, sind da rausgeflogen, ne? I can't use the cupboard anymore, doch kannst du schon. Oh, du gehst raus. Ist natürlich auch eine Möglichkeit, kannst du auch mal wieder willst, das ist deine Entscheidung, ja. Kleines komisches Kind, du. I can see if you took behind the web. Du kannst einfach wegmachen, oder nicht? Willst du nicht durch? Nein, okay. Das heißt, ich brauche irgendwo ein Messer oder sowas? Womit ich das denn wegschneiden kann. Schätze ich mal. Ist hier ein Messer? Ich brauche ein Messer. Was ist das da? Cat Food brauche ich nicht. Das Ding kann ich aber da hinschieben. Kann ich das Cat Food holen. Genau, mach's da hin. Und hol das Cat Food jetzt. Dankeschön. Gehst du drauf? Nimmst du das Cat Food? Kommst dran? Hast du Cat Food genommen? Okay, was bringt das Cat Food jetzt? Kann ich Cat Food da reinmachen? Machst du Cat Food da rein? Man muss Geldfutter in die Box. Schlüssel, da kommt nicht. Der Katze wahrscheinlich, schätze ich mal. Was immer das bringt. Wait. Ich bin gerade verwirrt. Okay. Fucking nasty animal. Fucking nasty animal. Okay, das heißt, ich muss da was reinwerfen. Und dann so schnell wie möglich rüber. Nee, okay, das geht so nicht. Wahrscheinlich muss ich irgendwas ins Essen reinmachen, dass das Vieh einschläft, nicht mehr das Ding da einsammeln kann. Schätze ich mal. Das kriege ich nämlich so nicht so schnell. I can't use the phone. Kann ich da raus? Okay. Jetzt sind wir einem Kreis gelaufen. Kann ich da was drauf machen? Doesn't have any effect. Elevator is stuck. Das heißt, hoch können wir auch nicht. Da waren wir. Das heißt, es muss ja irgendwas da gewesen sein, wo wir eben waren. Puh, hier muss da irgendwas sein, komm. Nee. Das ist drin bestimmt, oder? Oh fuck, ich hätte mal reingucken sollen. Ich Idiot. Haha, ich bin nicht schlau. Ist locked. Was ist da drin? Red Poison, okay, kombinieren. Logisch. Machst du da rein? Machst du Essen rein? There's Poison Football now. Ja, ich weiß. Das ist der Sinn. Dankeschön. Haben die Katze gerade. Haben die fucking Katze getötet? Was zur Hölle? Hat die gerade. Ich will gar nicht wissen, was gerade passiert ist. Ich sag dazu nichts, ihr habt's gesehen. Nope, nichts passiert. Duster. Damit können wir die Spinnenweben wegmachen, die wir auch einfach mit der fucking Hand hätten. Egal. Kinderlogik, ich sag nichts dazu. Das Ding kackt Blut. Sag ich mir nicht zu. Ne, das ist dann halt einfach so. Würde ich mal. I don't know the. Ich hab nicht besonders viel zu sagen. Hall? Huh?
Keine Ahnung. Second Floor. Vielleicht. Nämlich, dass da drücken können. Schätze ich. Ja. Glaub schon. Das ist ein Effekt. Hä? Raff ich nicht. Wir haben doch gerade den Strom da angemacht, oder nicht? Oder wofür? Hierfür? Ist das der richtige? Kann ich. Dankeschön. Ja, vielleicht war das der richtige. Ich habe gerade keine Ahnung. Wie soll man. Oh ja. Gehst du drauf? I'm going up until there's light upstairs. Okay, muss das Licht oben anmachen und dann drauf. Aber dann haben wir gar keinen Strom mehr. Wait. Das heißt, wir brauchen zwei Fuses. Stimmt's? Wir brauchen zwei Fuses. Weil jetzt. Ah, es ist jetzt keine Power mehr. So brauchen wir die zweite Fuse, die wir von wo bekommen? Keine Ahnung. Ach, warte, wir brauchen erstmal für Living Room. Können wir anrufen. Da war ja ein Telefon, was keine Power hat. Das heißt, wir können das benutzen, um das Telefon zu benutzen. Das hier? Nee, fuck Wire Cut, ich bin Trottel. Oh, verstecken. Oh, das ist ein Fail. Okay, jetzt bitte nicht sterben. Wait, what? Okay, bis gleich. So, da sind wir wieder, genau wo wir eben aufgehört haben. Ich habe die Fuse auf die Küche gestellt, denn ich habe was gesehen. Zeige ich euch ganz schnell. Wenn wir nämlich hier durchrennen, bis zu dem Raum, können wir hier auf dem Bild sehen, dass da unten steht 1977. Und ich schätze mal, dass das der Code sein wird für die Tür direkt hier. Also, lass mal ausprobieren. 1977. Hey, hat sogar geklappt. Ich bin ein fucking Genie. Das Fleisch? Hey. Okay, brauchen wir von überhaupt irgendwas? Okay, was wollen wir hier drin? What? Small key, okay, wir haben einen fucking Schlüssel. Aber wofür? Ah! Hier gab's doch noch. Genau, hier, der hier. Da können wir wahrscheinlich Schlüssel reinstecken. Another Fuse. Okay, ich glaube, jetzt haben wir das Spiel schon fast geschafft. Weil jetzt können wir nämlich die zweite Fuse für oben reinmachen. Fuse, Second Floor. Hey, dankeschön. Second Floor und Hall. Ja. Das heißt, wir können das Ding jetzt hier runterholen und dann damit hochfahren. Was auch immer das dann bringen wird, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall können wir das so machen. Also go. Yay, I'm out of here. I'm out of here. I'm just fuck you. Ich hoffe, wir können von oben raus. Oder kann der überhaupt oben sein? Weil ich bin ein bisschen confused. Kann ich da raus? The door is locked. Okay, gehen wir erstmal hier. Dein fucking Ernst. What? Haben wir gerade den Typen tot getrampelt? Ernsthaft? Das ist gerade passiert. Wir haben den Typen. Wir sind auf den Killer draufgefallen mit unseren 7,5 Kilo und davon ist er gestorben. Ach, egal, okay. Kannst du jetzt bitte durchgehen, ohne runterzufliegen? Wäre schön. Danke. Gut gemacht. Das war's. Okay, war ein kleines Spiel. Ich fand's irgendwie trotzdem ganz cool. Es war ganz süß. Hat Spaß gemacht. Irgendwie hat Spaß gemacht. Waren ein paar ganz smarte Rätsel. Es waren nicht besonders schwere Rätsel, aber für zwischendurch war es ganz cool. Und ich finde die ganzen Point-Click-Horror-Dinger sowieso ziemlich cool. Das war jetzt wirklich null Horror. Aber schlecht war es nicht. Hat Spaß gemacht. Ich wüsste nicht warum, aber wenn ihr wollt, könnt ihr unten in die Beschreibung gucken. Da wird Link, den könnt ihr selbst spielen. Weil ich glaube, es gab noch einen Geheimraum oben. Wahrscheinlich hätte man nochmal unten gucken müssen, was es da gibt. Weil ich konnte auch den Strom für unten nochmal anmachen. Ich weiß gerade nicht, ob es irgendwas gab, aber vielleicht schon. Wo wir möglicherweise Schlüssel gefunden hätten, um die Tür ganz oben nochmal aufzumachen. Egal, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ihr könnt das gerne nochmal oben da. Und ihr seht auch nicht, wie Leute euer cool. Das bist du auch nicht. Ey, wenn Leute immer amerikanische Spiele programmieren und es dann nicht Y und X und Z und X ist, ist es unglaublich beschissen, für die Hand zu halten. Ach, egal, ich kann nicht meckern. There's nothing to do. Okay. From the look of a plan, it seems like nobody's taking care of this place. Gut, dann. There's nothing to do.
nicht drauf drücken. Everyone's coming ist nicht gut. Ehrlich gesagt. Everyone's coming. Kannst du untersuchen? Pretty old ring bell.